Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zum Mürztal aktuell. Guten Abend. Ein Meisterwerk der Technik konnte man vor kurzem an den Bahnhöfen Mixnitzbruck und Kapfenberg bewundern. Die Dampflok der 52er-Serie war für viele Nostalgiker ein Erlebnis und lud ein, sich an längst Vergangenes zu erinnern. Die Faszination Eisenbahn liegt wohl in vielen Menschen. Wir wissen, dass alle technischen Prophezeiungen bisher regelmäßig von der Wirklichkeit übertrumpft wurden. Die Elektrifizierung hat aber viel von der Nostalgie der Vergangenheit genommen. Aber als Trost für die vielen kleinen und großen Kinder, für die vielen begeisterten Lokomotivnarren soll gesagt sein: Noch fahren schnaubend und dampfend Dampflokomotiven. Noch brauchen wir ihr keinen Grabgesang singen. Ihr, der herrlichsten Maschine, die sich die Menschheit je geschaffen hat. Die Dampflokomotive. Und die dampfte am vergangenen Wochenende zwischen Graz und Kapfenberg. Die Dampflok der 52er-Serie zog viele Besucher in den Bann. Baujahr 1944 erreicht diese Lokomotive mit ihren 1600 PS eine Höchstgeschwindigkeit von rund 80 Stundenkilometern. Und bei der Fahrt zwischen Bruck an der Mur und Kapfenberg wurden auch beim Redakteur dieses Berichtes Erinnerungen an vergangene Zeiten wach. Und stolz präsentierte sich die 52er-Lok den vielen Besuchern und es war toll, alt und neu nebeneinander zu sehen. Ein nostalgisches Erlebnis der besonderen Art. Kommendes Wochenende ist es soweit. Das neue EU-Parlament wird gewählt werden. Wir waren bei der Pressekonferenz des EU-Abgeordneten Jörg Leichtfried in Bruck an der Mur dabei. Es geht um viel, meint der EU-Parlamentarier Jörg Leichtfried bei einer Pressekonferenz in Bruck an der Mur. Unter den vielen Themen, die anzusprechen sind, hat eines besondere Bedeutung. Wie sicher kann sich ein EU-Bürger fühlen, nicht in einen kriegerischen Konflikt im Osten Europas hineingezogen zu werden? Sicherheit gibt es nicht. Gerade in diesen Fragen gibt es keine Sicherheit. Da gibt es Wahrscheinlichkeiten. Und es ist relativ wahrscheinlich, wenn die Europäische Union ihre Politik, die sie jetzt betreibt, fortsetzt, nämlich zu versuchen, zu vermitteln, beide Seiten zum Reden zu bringen, dafür zu sorgen, dass das Schießen aufhört. Wenn das so weiter machbar ist, dann wird es zu keinen kriegerischen Auseinandersetzungen kommen. Aber gerade in der Außenpolitik, in der internationalen Politik kann man das nie ganz ausschließen. Nur es ist gut, dass wir in der Europäischen Union sind, weil eine Europäische Union kann mit dieser Situation leichter umgehen als einzelne kleine Staaten. Ein weiteres prekäres Thema ist die Jugendarbeitslosigkeit. Nicht neu. Ja, Lösungen gäbe es. Lösungen gäbe es genug. Nur es gibt keine Mehrheiten, diese Lösungen durchzuziehen. Sie müssen sich vorstellen, 130 Milliarden Euro ist das Budget der Europäischen Union jährlich. 1,3 Milliarden Euro werden in den Kampf für Jugendarbeitslosigkeit eingesetzt. Das ist doch viel zu wenig. Das geht so nicht. Wir haben immer noch keine Finanztransaktionssteuer, die dazu führen würde, dass es zu einem Wirtschaftsaufschwung kommt, den wir schon lange nicht mehr gehabt haben. Und Wirtschaftsaufschwung bedeutet natürlich mehr Arbeitsplätze, Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Es ist noch immer so, dass die großen Konzerne in Europa keine Steuern zahlen. Und wir brauchen das Steuergeld aber, um Maßnahmen zu treffen, Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Das sind alles Dinge, die gehen sehr schleppend und sehr langsam. Und die gehen deshalb so langsam, weil gewisse politische Parteien in Wahrheit kein Interesse daran haben. Und ich glaube, es wird Zeit, dass die jetzt endlich einmal in Europa abgewählt werden. 25. Mai, das ist die Chance dafür, etwas zu verändern, denn verändert muss werden. Ja, 25. Mai, sei dabei, kann ich nur sagen, geh hin. Gehen Sie hin, entscheiden Sie mit, es ist Ihre eigene Zukunft. Leichtfrieds Bekenntnis, Kurswechsel hin zu einem sozialen und gerechten Europa. Damit noch zum Sport, explizit zum Fußball. In der Unterliga Nord A trafen der SV Thörl und St. Marein-Lorenzen aufeinander. Trotz starken Regens fand das Match statt und war bis zum Schlusspfiff eine heiß umkämpfte Partie. Wie es am Ende ausging, sehen Sie im folgenden Beitrag. Der Besuch bei diesem Schlagerspiel heute witterungsbedingt nicht gut. Am Vortag hatten freiwillige Helfer und Feuerwehr nach Dauerregen den Platz in Schuss gebracht. Der Platz tief, aber bespielbar. Dörl spielt heute in Blau, Marein in Rot. Dörl startet gleich mal mit Angriff über Rolli Hirtner.
die Gästeabwehr aufmerksam, lässt sich nicht überraschen. Und auf der Gegenseite vergibt Ofner den ersten Marein-Sitzer. Wieder Marein mit Angriffsversuch. Ofer trifft da die Stange und den Abpraller verwertet Huber zum 1:0 für die Gäste. Ein guter Marein-Auftakt. Ausgleichschancen gibt's für die Dörler einige, aber das Leder will nicht rein ins Marein-Tor. Auch bei Marein lässt Raimund Höller eine hundertprozentige Möglichkeit aus. Aber nach Marein-Eckball ist Alexander Sommerauer zur Stelle, steigt hoch und köpfelt 1 und 2:0 für die Gäste. Für die Mariner schaut's gut aus. Dieser urige Dörlfin kann's nicht fassen, geht auf ein Bier. Und mit dem 2:0 für Marein geht's in die Pause. Auf in die zweite Spielhälfte. Und die zweite Spielhälfte beginnt für Dörl gut. Schatz wird da gut eingesetzt und der Schatz, der macht's, bringt die Dörler mit diesem Treffer wieder ran. Spielstand aus Sicht der Dörler, nur mehr 1:2. Dörl will den Ausgleich, macht nun ordentlich Druck. Länger rettet bei diesem Dörl-Geschoss. Dörl bleibt dran mit Sturmlauf aufs Marein-Gehäuse. Da rutscht ein Marein-Abwehrspieler aus. Rolli Hirtler nutzt das und stellt auf 2:2 alles wieder offen in dieser heiß umkämpften Partie. Im Fußball geht's schnell und man braucht auch das nötige Glück. Die Dörler bringen nach Gästeangriff den Ball nicht aus der Gefahrenzone. Gerhard Schober kommt in Schussposition, netzt ein zum 3:2 für Marein in Minute 73. Die Freude bei den Gästen natürlich riesengroß. Das war's. Marein schlägt Dörl in einem Match mit vielen guten Torchancen mit 3:2. Die Enttäuschung ist riesengroß, muss ich sagen. Wir haben uns so viel vorgenommen und ich glaube, die Mannschaft hat wirklich alles gegeben. Wir waren sehr bemüht, waren auch die bessere Mannschaft und haben leider unglücklicherweise wieder verloren. Aber so ist Fußball. Wenn du hinten drinnen bist, dann kriegst du diese Tore und vorne machen wir momentan nichts. Und das ist das Hauptproblem. Ja, ich würde sagen, eine tatkräftige Leistung von meiner Mannschaft. Einerseits, erste Halbzeit haben wir spielerisch auch gut drauf. Zweite Halbzeit war mehr auf der kämpferischen Seite, haben wir dann zum Gegner gewonnen, meine Meinung. Heute begleitete uns sonniges und niederschlagsfreies Wetter. Auch über den Bergen war die Schauerneigung sehr gering. Der morgige Mittwoch verläuft ebenfalls sonnig und sehr warm. In einigen Teilen der Obersteiermark wird es auch leicht föhnig werden. Die Frühwerte liegen zwischen 5 und 12 Grad. Die Tagesmaxima erreichen frühsommerliche 23 bis 26 Grad. Die Frage, wann wird's mal wieder richtig Sommer, ist hiermit beantwortet. Ich wünsche noch einen angenehmen Abend. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. EU-Wahl 2014 am 25. Mai. Also als Resümee kann man sagen, dass ganz, ganz viele sich eine andere Europäische Union wünschen. Nicht weg aus der EU, nicht abschaffen, sondern eine andere Europäische Union, nämlich eine Union, die nicht nur auf die Großkonzerne und die Großbanken Acht gibt, sondern auf die große Menge von Menschen in Europa Acht gibt. Und da geht es darum, eine soziale Union zu schaffen. Eine Union, die dafür sorgt, dass die Großen wieder zahlen und sich am Gemeinwohl beteiligen. Eine Union, die dafür sorgt, dass wieder Sicherheit im sozialen Sinne da ist, dass wieder Optimismus, dass Zukunftshoffnung für die Menschen da ist. Und wenn man das möchte, dann muss man sozialdemokratisch wählen, dann muss man ja Leichtfried wählen. Daher am 25. Mai Ihre Vorzugsstimme für Magister Jörg Leichtfried, SPÖ.